So, das sieht man wieder. Ja, ja, ja. Ich berechne ja schon eine neue Route. Es geht weiter. Und schon gibt es Probleme, Freunde. Ich habe die Abladestelle endlich gefunden. Was ist hier? Alter, was bin ich froh, dass ich diese Fahrt überlebt habe. Abgeladen habe ich. Und jetzt kommt die nächste Tour. Und zwar... Odo, Freunde. 9 Tonnen Zwiebeln, ja. Da haben wir es. So, muss ich jetzt laden? Da irgendwo. Ich wünsche euch einen schönen Pfingstsonntag. Oh, jetzt muss ich rückwärts fahren. Nein. Genießt die heutige Show. Jetzt muss ich wirklich rückwärts fahren. So, jetzt kann ich zeigen, was ich kann. Ja, wahrscheinlich gar nichts. Ich muss noch ein bisschen geradeaus fahren. Boah, das wird jetzt eine Blamage. Wartet jetzt mal kurz. Ich muss mich kurz orientieren. Nein, das ist falsch. Es ist auch schwierig, weil ich mitlenkende Achse hinten habe beim LKW. So, muss ich jetzt Ecke auf Ecke fahren, oder wie ist das jetzt? Na, jetzt muss ich Ecke auf Ecke fahren. Halt mal. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Oh. Aber ich denke, ich werde es hinbekommen. Schön langsam. Normalerweise müsste ich jetzt auf anderen Spiegel schauen. Ich kenne die Begriffe nicht, wie man was macht. Die Brücke ziehen oder keine Ahnung. Boah. So, ich hab's geschafft, Freunde. Ich schau mal kurz. Ja. Ja, geht noch. Ist noch akzeptabel. Boah. Nicht so einfach. Brücke rückwärts zu fahren. So, wir laden die Fracht. Übel, komm. Und jetzt? Was ist jetzt los? Da bist du ja endlich, ey. Ich warte hier schon eine halbe Ewigkeit. Wie stehe ich denn hier jetzt? Muss ich wieder rückwärts fahren? Ah, komm, ey. Leute. Ich weiß nicht. Wo ist meine Brücke? Ich sehe sie gar nicht. Hä? Okay, ist hinter mir. Oh Mann. Ich werde immer wieder überrascht hier. So. Ich muss es so machen. Oh nein, ich darf nicht. Sonst geht die Deichsel kaputt, wenn ich...
Ach, Leute. So. Ja, ich weiß. Wieso? Lol. Ja, jetzt muss ich was da machen. So, geschafft. Mit dem bisschen Schaden, Freunde. Neue Route kommt gleich, Sekündchen. Fängt ja gut an, wirklich. Oh Mann. Also, ich habe die Abladestelle gefunden. Ich hätte nur beim zweiten Kreisverkehr hier runterfahren sollen. Ja. Das letzte Mal bin ich hier wieder retour rechts gefahren. Jetzt abfahren. So. Ah, alles. Ja, komm weg, du. Wieso Route neu berechnet? Demnächst rechts abbiegen. Was habe ich denn hier falsch gemacht? Ah, ich bin schon richtig. Auf der Route E6. Jetzt rechts abbiegen. Das stimmt schon. So, hier wird geflirtet. Ach man. Was? Fahren ohne Licht? Nein, ich hab Licht nicht eingeschaltet. Die zweite Katastrophen, würde der Raimi sagen. Katastrophen. Jetzt also Hermann, dem, lustige Folge heute. Keine Angst, ich habe nichts getrunken, Freunde. So, jetzt beruhigen wir uns und genießen die Fahrt. Freunde, Daniels Random Event gab es ein Update. Das habe ich jetzt drin. Und für Better Raindrops gab es auch ein Event. Event Update. Die Version 1.4 habe ich jetzt auch, aber ich hoffe, es wird nicht regnen. Genug ist genug. Wir wollen schönes Wetter haben. 19 Grad, ja, geht noch. Oh, was war das? Oh, nein, was ist da los heute? Habe ich was überfahren? Was war das? Oh Mann. Ich muss mal kurz schauen. Schon 5% Schaden am LKW. Ja. Wird wieder teuer auskommen. So, M1. Frische Luft, irgendwas stimmt nicht mit mir. Waren das Rentiere? So macht man das. Einfach rechts fahren, nicht anhalten und oh, was ist das? Hä? Das? Das? Hä? Aha, der steht ja. Es gibt auch ein Mod für Feuerwehr und so, Sound.
Damals habe ich es auch ausprobiert. Aber irgendwann wurde es mir zu viel, Leute. Ständig die Sirenen. Ja, sind Rentiere. Ich habe ein paar Rentiere gestern geschossen. Also gestern, ich. Bis frühmorgen habe ich gejagt. Der Hunter Call of the Wild. Ich habe auch ein paar Rentiere gesehen dort. War schön. Heute sitze ich im LKW. Ja. So vielseitig ist der Bazooka. Ach komm ey. Mach dir nicht ins Hemd. Und er wartet schon. Ist doch egal. Das abstellen sehr wahrscheinlich, wenn man schon die Tanks im Spiel vergrößern kann, man ändert nur die Parameter in der Dev-Datei. Ich weiß, es geht dank AC Gaming, dann kann man aus zum Beispiel wie jetzt, aber nicht bei diesem, ich meine bei allen drei Achsen einen Antrieb einschalten, das heißt Allradantrieb. Ich habe jetzt bei meinem nur ein Antriebachse. Das ist die mittlere, sehr wahrscheinlich. Danach hätte ich, würde da stehen, Anzahl angetriebene Achsen oder sowas. Da steht 3. Und Anzahl Achsen 3. Dass man da was auch mit der KI machen kann. Ich habe gestern noch ein bisschen reingeschaut. Ja, es sind so viele Werte, ich weiß nicht was ist. Schauen wir mal. Man kann die Frachten ändern. Und. Schöne Gegend wirklich. Leute, fährt einfach nach Norwegen, Finnland oder Schweden. Ihr werdet es nicht bereuen. So, ich denke, ich werde hier Foto machen, muss ich mein Thumbnail. Das. Da. So, jetzt muss ich Fokus. Was ist Fokus? Ah, hinten. Übergang. Was ist ein Übergang? Stärke. So, weiter geht's. Eigentlich wollte ich meinen LKW von vorne fotografieren, dass man diesen Zug sieht, aber der ist schneller. Ja, egal. So. Pause gehen.
Ich bin in Fauske. Am Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Das heißt geradeaus. Jetzt abfahren. Gerne. Am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Ja. Ich habe den Blinker nicht gesehen. Ja. Sonst wäre ich weitergefahren. Jetzt abfahren. Scania. Okay. Ach, sieht das schön aus, auch mit den animierten Wellen hier, Leute. Schaut euch das an. Geil. Einfach nur geil. Wenn ich mir vorstelle, wie ETS2 früher ausgesehen hat, ja, und heute. Ich habe ETS2 auf einem Laptop angefangen zu spielen, damals. Ja. Und habe nie gejammert wegen FPS Einbrüchen, solche Sachen. Wusste nicht einmal, was das ist. Ich habe einfach gespielt. Bin gefahren und gefahren und gefahren. So, noch ist das. Das ist nicht der gleiche Zug, nein. Basoka, ruhig mit den Pferden. Hi. Am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. So. Jetzt abfahren. Eigentlich wollte ich noch danken. Aber ja. Vielleicht gibt es auch hier eine Tankstelle. Am Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Outbezahlt. Jetzt abfahren. Ich denke schon, dass es hier eine Tankstelle gibt. So. Ich muss dann schlafen und demnächst links abbiegen. Dann geht es morgen weiter. Das habe ich auch in meinem letzten Video gesagt. Oh, ich hab's vergessen. Leute. Ja, also war ganz gut die Fahrt. Ja, jetzt hier muss ich sehr wahrscheinlich rückwärts einfahren. Ich versuch's mal so, aber. Ich glaube nicht. Ah doch. So. Das war's mit der heutigen Folge, Freunde. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Pfingstsonntag. Genießt den heutigen schönen sonnigen Tag. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Es wird Freitagmorgen sein, wenn ich weiterfahre. Ja. Ja, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Euer Basoka.